herzlich willkommen zurück zu Teil 3 und auch dem letzten Teil von Kapitel 11 zu Grundlagen der Funktionalanalyse. Es geht immer noch um lineare, integrale und Differentialoperatoren. Und wir hatten beim letzten Mal als letztes sozusagen gezeigt, dass die Operatornorm von S kappa bezüglich der Operatornorm in L von C von K gerade genau die Zeilenintegralnorm ist des stetigen Kerns. Das heißt, wenn wir die Operatornorm ausrechnen wollen, dann reicht das eigentlich aus, dieses Integral auszuwerten über Kappa in der einen Variablen und die andere halt laufen zu lassen und dann das Supremum rauszufischen. Gut. Jetzt das Letzte, was uns quasi überbleibt, ist noch so, sind noch die für diese Folie auch namensgebenden Normabschätzungen, weil 11.8 ist ja streng genommen eine Normgleichheit. Jetzt wollen wir allerdings wirklich nochmal ein paar Abschätzungen rausziehen, indem wir halt diese Hölder-Ungleichung nochmal nehmen, die wir im Wesentlichen für 11.5 schon im Beweis von Satz 11.4 benutzt haben und nochmal für ein paar besondere Werte von P und Q quasi die Werte ausxen. Und das macht jetzt, ich bin wieder nicht im PDF drin, Momentchen. Das macht jetzt Satz 11.9. Jetzt nehmen wir uns also die guten Hölder-Exponenten sozusagen, also 1 kleiner p kleiner unendlich, das heißt die Extremfälle schmeißen wir raus, sodass wenn wir jetzt einen konjugierten Exponenten q nehmen, nicht Exponenten, sondern konjugierte Zahl q nehmen, diese Extremfälle q gleich unendlich bzw. p gleich unendlich nicht auftreten, weil die haben wir ja auch schon abgeschätzt, da kommen die gleichen Dinger raus wie vorher. Wir wollen allerdings natürlich die Dinger so wählen, dass wir die Hölder-Ungleichung draufballern können, das heißt, die sollten schon zueinander konjugiert sein. Außerdem nennen wir S Kappa wieder S. Nur das ist nichts Neues. Dann gilt erstmal die folgende Abschätzung. Wenn ich S Kappa F abschätze in der L2-Norm, kann ich das tun, indem ich die Norm von Kappa nehme in L2 von K² mal die L2-Norm von F. Das ist deshalb eine ganz schöne Abschätzung, weil auf der rechten Seite auch beides mal L2-Normen vorkommen. Das heißt, wir mischen nicht, sozusagen. Die zweite Abschätzung dieser Bauart ist für die L1-Norm gebastelt. Die sagt nämlich aus, dass die Norm von SKF in der L1-Norm immer kleiner gleich die Spaltenintegralnorm von Kappa ist, mal die L1-Norm von F. Ne? Das sieht ein bisschen so ähnlich aus wie die Abschätzung, die wir schon in L5 hatten. Nur in L5 haben wir eben die Supremumsnorm von SF abgeschätzt, durch die Zeilenintegralnorm mal f l unendlich. Also da sind irgendwie alle Komponenten sind schon mal vorgekommen, aber so richtig zusammengesetzt haben wir sie noch nicht. Also das heißt, die Abschätzung ist schon neu in dieser Hinsicht. Und dann wollen wir noch eine Abschätzung zeigen, nämlich für eine beliebige Norm, nämlich für die LP-Norm. Die sieht jetzt natürlich ein bisschen hässlicher aus, deswegen nicht erschrecken, aber die sieht so aus. Und zwar, wenn ich S Kappa von f in der LP-Norm abschätzen will, dann ist das kleiner gleich die Zeilenintegralnorm des Kerns hoch 1 durch Q mal die Spaltenintegralnorm des Kerns hoch 1 durch P mal die LP-Norm von F. Ne? So. Joa. Das heißt, dieser Fall oder die Voraussetzung 1 kleiner P kleiner unendlich, die kommt quasi nur in der dritten Ungleichung zum Tragen, weil vorher kommt ja kein P drin vor. Wenn wir allerdings mal p gleich 1 unten einsetzen, dann sieht man auch, dass man ein bisschen aufpassen muss. Es kommt zwar die Spaltenintegralnorm mal die L1-Norm raus, aber man muss dann noch argumentieren, warum die Zeilenintegralnorm wegfliegt. Das ist aber eigentlich logisch, weil da steht quasi 1 durch unendlich wegen der konjugierten Exponenten. Und dann fliegt einem die Zeilenintegralnorm gegen 0, gegen Konstante hoch 0, also gegen 1. Ja, da muss man nur ein bisschen aufpassen im Argument, dass man da keine Grenzübergänge macht, die man irgendwie rechtfertigen muss, beziehungsweise die im Zweifel nicht zu rechtfertigen sind. Deswegen nimmt man diese beiden Fälle halt mal raus und man sieht halt entsprechend, dass das, also nimmt man diesen Fall raus, man sieht dann halt, dass es analog geht. Den Zweier nimmt man raus, weil das ein schöner Spezialfall ist. Weil wenn ich 2 nehme als p, dann habe ich natürlich gerade q gleich 2. Nur weil das ist gerade die konjugierte Zahl dazu. Und dann habe ich da unten das Zeilenintegralnorm und Spaltenintegralnorm zufällig sozusagen zusammenfallen und sich zur L2-Norm verschmelzen. Das muss man dann auch noch begründen, deswegen nimmt man auch diesen Fall raus. Gut, das wollen wir jetzt beweisen. Und das ist einfach nur ein bisschen so lange auf den Normen rumhacken, bis es quasi da steht.
Dabei werden wir jetzt in erster Linie mal die Cauchy-Schwarze Ungleichung brauchen. Das ist irgendwie logisch, wenn man sich so die Struktur der ersten Ungleichung ansieht. Und dann gucken wir mal, was wir noch so brauchen. Vieles ist davon einfach wirklich nachrechnen. Also Beweis von 11.9. Also Abschätzung 1. Wir haben Integral k. Wir wollen sk jetzt quasi in der L2-Norm abschätzen. Das heißt, wir müssen hier in die Integralnorm reingehen. Dann haben wir hier s kappa f ja, von t. Ne, das ist einfach die Anwendung von sk oder s kappa auf f. Und das ganze Quadrat dt. Wir lassen das hoch ein halb einfach mal weg, weil durchs Quadrieren machen wir nichts kaputt. Man muss halt hinterher nur sozusagen die Wurzel ziehen. Also das ist letzten Endes nichts anderes als die Norm von s kappa von f in der L2-Norm quadriert. Na, einfach nur, um die Schreibarbeit ein bisschen auszugleichen. Ja, jetzt kann man natürlich erstmal s kappa da mal hart einsetzen. Das heißt, wir kriegen raus das Integral über k, Betrag Integral über k, kappa von t, s, f von s, ds, Betrag zu Ende, Quadrat dt. So, und jetzt können wir hier halt quasi ein bisschen sortieren. Das Kappa von t, s, das ist ja unabhängig von s, wenn wir nur die t-Variable sozusagen anschauen. Das heißt, wir könnten hier quasi ein iteriertes Integral draus basteln. So, jetzt wenn ich das Ganze quadriere, kriege ich ja noch so einen mittleren Term rein. Das heißt, wenn ich den mittleren Term weglassen möchte, muss ich das Ganze halt hart nach oben abschätzen. Das ist das kleiner gleich. Integral k über Integral k. Jetzt nehme ich nur das Betrag Kappa von t, s. Quadrat ds mal das Integral über das Kompaktumbetrag f von s Quadrat ds. Das ist also jetzt dieses Wegdiskutieren des mittleren Terms in Anführungsstrichen, der da entsteht. Das ist Anwendung der Cauchy-Schwarzen Ungleichung. Ne? Weil hier steht ja gerade Norm von f mal g. Das ist kleiner gleich Norm f mal Norm g. Das ist sozusagen ganz einfach hart die Cauchy-Schwarz-Ungleichung draufgeschmissen. Hier ist jetzt alles in ds und das, was hier in ds ist, das wird dann ganz zum Schluss noch nach dt integriert. Ja, und das ist es. Ne, weil da steht genau das, was wir zeigen wollten. Da steht jetzt nämlich die Norm von kappa in der L2-Norm von k². Das ist dieses Integral hier. Mal dieses Integral hier. Das ist die Norm f in L2. Und das Ganze nochmal hochintegriert für die Norm. Also aus der Definition heraus. Man zieht jetzt also einfach die Wurzel und ist fertig. Also daraus folgt 1. Die zweite Abschätzung, die braucht jetzt auch nicht wirklich viel Fantasie. Man muss nur an einer Stelle aufpassen, weil man muss an einer Stelle einmal kurz begründen, warum man zwei Integrale vertauschen darf. Also zweite Abschätzung. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit der L1-Norm von s kappa f. Das ist aber gerade das Integral übers Kompaktum Betrag s kappa f von t dt. Nur da brauchen wir jetzt nichts mit Wurzeln machen, weil die L1-Norm ist einfach hier hoch 1 und dann hoch 1 durch 1. Das ist kein größeres Ding. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal wieder gleich Sonnenausdruck hier. Also man setzt einmal den Integraloperator ein und dann kann man wieder so eine Dreiecksungleichung bzw. eine Abschätzung nach oben machen. Indem man sagt, das ist einfach Integral über k, Betrag kappa von t, s, mal Betrag f von s, ds, dt. So, jetzt wäre es aber natürlich für uns quasi schöner, wenn wir das entkoppeln könnten. Das heißt, wenn wir innen erstmal das kappa von t, s, dt integrieren können und das Ganze dann mal f von s, ds. So, das geht, und ich sage auch gleich warum. Es geht aber nicht ganz genauso, weil ich kann jetzt natürlich kein Gleichheitszeichen hinschreiben, weil das ist ja ein ineinander iteriertes Integral. Ich kann es aber auseinanderziehen, indem ich das Ganze nach oben abschätze, weil ich dadurch maximal größer werde. Das heißt, hier bleibt stehen das Integral über k, Betrag kappa von t, s, das Ganze dt, mal Betrag f von s und das dann ds. So. Ich sage an der Stelle gleich dazu was, warum das Sternchen gilt. Das ist jetzt auf jeden Fall wichtigerweise kleiner gleich als die Norm von kappa im Spaltenintegral. Das ist der Teil hier. Wenn ich jetzt so Primum darüber werfe, dann
wird das hier ja maximal groß irgendwann, beziehungsweise suprimal groß, das ist diese Spaltenintegralnorm. Naja, und was hier hinten im Integral quasi überbleibt, das ist die L1-Norm von f. Also ich bilde hier quasi das Supremum über s aus k. Und dann kriege ich hier halt raus, das ist die Spaltenintegralnorm. Weil es Supremum ist, wird es fest, ich kann es quasi rausziehen. Und dann bleibt hinten stehen als Supremum eben die L1-Norm von f. Und dann haben wir es da stehen. Also das heißt, wenn man das Sternchen glaubt, dann folgt daraus auch sofort die Abkürzung. Abschätzung. So, warum dürfen wir das? Naja. Also Sternchen, wir können zwei Varianten nehmen. Das eine ist knallharte Analysis 3 und das andere ist ein Dichteschluss. Ne? Stellen wir kurz beides vor. Also erste alternative Möglichkeit, Satz von Tonelli. Ne, die Dinger sind alle messbar, die Integrale sind einzeln kleiner als unendlich. Das heißt, ich darf den Satz von Fubini anwenden und wenn ich den Satz von Fubini anwenden darf, darf ich hier drehen. Das wäre die erste Variante. Satz von Tonelli und alternativ, wir wissen, dass wir sowas dürfen für stetige Funktionen. Also für stetige Funktionen ist dies aus Analysis bekannt. Das ist so ein, ja, das ist einer dieser Vertauschungssätze von Integralen und Grenzwerten. Also das darf man bei stetigen Funktionen tun. Also ist dies aus Analysis bekannt. Jetzt wissen wir, c von k ist dicht in l von pk. Lp von k, also c von k abgeschlossen ist gleich lp von k. Das haben wir sogar, ich weiß nicht, ob wir es gezeigt haben, aber wir haben es in der Vorlesung drinstehen sozusagen, nämlich in 7.11. Und das heißt, ich darf approximieren. Und das ist dann der klassische Dichteschluss. Ne? Also Dichteschluss bzw. Approximation ergibt dann die Aussage. Das ist natürlich nicht formal argumentiert. Ich möchte das aber auch jetzt nicht formal argumentieren, weil das verschleiert den Blick auf den eigentlichen Satz. Was würde man machen? Man nimmt sich hier diese L1-Funktion bzw. die LP-Funktion, approximiert die beliebig genau durch stetige Funktionen. Das geht nämlich, weil diese Dinger, also weil der Raum der stetigen Funktionen dicht in LP liegt. Ersetzt dann diese Funktion durch die Folge der entsprechenden Approximation und vertauscht dann auf der Folge die Integrale, was ja nach Analysis auf stetigen Funktionen geht. Integriert den ganzen Quatsch durch, beziehungsweise rechnet das Ganze durch und ersetzt hinterher den Limes wieder durch den Dichteschluss. Und dann kommt das Gleiche bei raus. Also das Gleiche hier in dem Sinne, dass man die Integrale vertauschen darf. Ist ein bisschen eleganter argumentiert. Satz von Tonelli ist quasi die Brute Force Variante. Gut. Zum Beweis von 3. Wir werden jetzt bei 3 wieder Integrale vertauschen. Das ist natürlich nach der absolut gleichen Argumentation der Fall. Ja, also das heißt, was wollen wir jetzt erstmal tun? Wir wollen quasi, um 3 zu zeigen, im allgemeinen Fall die Hölder-Ungleichung anwenden und dann bei der Hölder-Ungleichung gucken, wie kann man quasi hinterher die Integrale so verdrehen, dass die Aussage steht. Und wir machen es wieder so wie bei der ersten Aussage, wir wollen was über die LP-Norm sagen. Das heißt, wir müssten streng genommen hinterher irgendwann Integral hoch 1 durch p nehmen. Das lassen wir einfach weg und betrachten stattdessen halt quasi die LP-Norm hoch p und ziehen hinterher die p-te Wurzel. Dann kommt nämlich genau das raus, was wir sozusagen haben wollen. Also, das Integral über k Betrag s kappa f von t hoch p dt. Das ist einfach die LP-Norm sk von f hoch p hingeschrieben. So, das ist jetzt mit der Hölder-Ungleichung kleiner gleich. Ich schreibe es mal direkt dran. Hölder UGL. Wir wissen ja aus der Voraussetzung des Satzes, wir haben so konjugierte Zahlen vorliegen, p und q. Das ist kleiner gleich Integral k. Jetzt wenden wir hier innen drin die Hölder-Ungleichung an. Also Integral k Betrag kappa von t, s hoch 1 durch q mal Betrag kappa von t, s hoch 1 durch p Betrag f von s, Klammer zu, ds, Klammer zu, hoch p und dann dt. So, muss man sich einmal hinschreiben, kommt aber das dabei rum. Und jetzt ziehen wir das hoch p hier draußen, hier innen rein. Wenn wir das machen, wird das insgesamt maximal größer. Das heißt, das ist eine Abschätzung nach oben, da wollen wir ja hin.
Das heißt, hier steht das Integral über k. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich von der Klammerung her. Jetzt steht hier das Integral über k, Betrag kappa von t, s, ds hoch p durch q. Ich male mal ein bisschen Farbe drunter, damit man hinterher quasi noch erkennen kann, was woher kommt. Also hier wird jetzt das p von hier oben nach unten reingezogen, deswegen wird es abgeschätzt. Dann kommt das Integral über k, Betrag kappa von t, s. Das hier resultiert jetzt daraus, dass wir das hier haben. Da ziehen wir das hoch p rein, dann wird das hier zu einer 1. Das ist auch relativ klar. Und dann bleibt natürlich über Betrag f von s hoch p ds. Dann geht die Klammer zu und dann kommt hier hinten noch das dt hin. Und der Vollständigkeit halber, das hier hinten, das kommt natürlich daraus, dass wir hier das f von s haben und das hoch p hier unten reinziehen. Also so kommen die einzelnen Komponenten zustande. Genau, also das heißt hier quasi hoch p rein. Jetzt steht hier vorne natürlich schon mal nichts anderes mehr als die Zeilenintegralnorm hoch p durch q, wenn wir jetzt natürlich das Supremum hier vorknallen. Das heißt, das ist kleiner gleich als die Norm von kappa in der Zeilenintegralnorm hoch p durch q mal, und jetzt bleibt hier hinten das Doppelintegral stehen, jeweils über k, Betrag kappa von t, s ohne Exponenten bzw. mit Exponent 1 mal Betrag f von s hoch p ds dt. Und jetzt wollen wir das Integral wieder wie oben auseinanderziehen und das dürfen wir nach dieser Approximationsaussage wie oben, also hier quasi, ich schreibe einfach mal Dichteschluss, beziehungsweise eben diese Approximation, wie ich sie oben da hingeschrieben habe, über stetige Funktion. Da wir ja immer noch in LP sind, geht das natürlich. Dann ist das Ganze kleiner gleich als die Zeilenintegralnorm von kappa hoch p durch q mal, na jetzt hier wieder das doppelte Integral, aber jetzt entsprechend eben kappa von s, t dt mal Betrag f von s hoch p ds. So. Ja, und jetzt müssen wir das Integral hier wieder nur noch auseinanderziehen, noch ein Supremum bilden. Dann haben wir hier kappa zi hoch p durch q. Das hier ist jetzt ja gerade, wenn ich das Supremum über die s bilde, die Spaltenintegralnorm. Aber natürlich hoch 1, ne? Also hoch keinen Exponenten. Ja, und was hier hinten stehen bleibt, ist dann das Integral über k, Betrag f von s hoch p. Das ist einfach die LP-Norm. Ja, hoch p. So, das heißt, ich fasse das nochmal zusammen, was haben wir jetzt gezeigt? Wir haben gezeigt, dass die Norm s kappa f, wo ist denn jetzt das Blatt? Oh Mann, Papier, Papier. Dass die Norm s kappa f gemessen in LP, kleiner hoch p, da haben wir ja angesetzt, kleiner gleich ist als die Zeilenintegralnorm des Kerns hoch p durch q mal die Spaltenintegralnorm des Kerns mal die LP-Norm von f, aber im hoch p. Und was wir jetzt machen wollen, ist natürlich einfach, wir ziehen die p-te Wurzel. Dann fliegt das hier weg, hier kommt ein 1 durch p hin und das fliegt weg. Und wenn man die Dinge alle mal wegschreibt bzw. ergänzt, dann steht hier die Behauptung. Also das ist die dritte Abschätzung gewesen und damit ist der Beweis fertig. Das sind relativ elementare Ungleichungen bzw. relativ elementare Abschätzungen. Mit denen kann man, wenn man solche Dinger untersucht, schon relativ viel anfangen. Das ist also gar nicht so verkehrt, eben weil diese Normen, also Spaltenintegral und Zeilenintegralnormen, sich so absolut natürlich aus der Interpretation des Kerns als kontinuierliche Matrix in Anführungsstrichen ergeben haben. Das heißt, das ist einfach das natürliche Setting für diese Kerne oder für diese Abschätzung. Das heißt, hier ist der Beweis erstmal fertig. Das sollte ich vielleicht noch hinschreiben. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss eben dazu, was unterscheidet Integraloperatoren von Differentialoperatoren.
Also diese Abschätzungen, die sehen auf den ersten Blick fürchterlich aus, aber die sind im Beweis tatsächlich teilweise recht elegant. Jetzt wollen wir kennenlernen, was haben wir bis jetzt eigentlich mit diesen Sätzen über Integraloperatoren gelernt? Ja, und warum greift das eben bei Differentialoperatoren nicht? Das machen wir jetzt folgendermaßen. Diese ganzen Sätze über diese Einbettung bzw. über diese Abbildungsverhalten von S Kappa sagt einfach nur aus, ich kann einen linearen Integraloperator als stetigen linearen Operator auf einem Banachraum realisieren. So, wie äußert sich das? Das äußert sich zum Beispiel hier. SF in der Supremumsnorm ist beschränkt. Beschränktheit heißt immer Stetigkeit. C von K ist ein Banachraum unter einer geeigneten Norm, nämlich unter der Supremumsnorm. Das heißt, aus Folgerung L5 und Satz L4 ergibt sich gerade, dass ich so einen Integraloperatoren, wie wir ihn definiert haben, wir können natürlich auch nichtlineare Integraloperatoren definieren, da verhält sich das anders. Aber für die linearen Integraloperatoren können wir diese immer als stetige lineare Operatoren auf den Banachraum schreiben. Das funktioniert bei Differentialoperatoren nicht. Wir können die zwar als lineare Operatoren auf einem Banachraum schreiben, aber die Stetigkeit geht flöten. Und das zeigt uns Beispiel 11.10. Wir nehmen uns eine Zahl b größer 0 und bezeichnen den üblichen Differentialoperator, also df dt, einfach mit einem Groß d, der Übersichtlichkeit halber. Der ist natürlich definiert für irgendeine Funktion aus C1. Der ist natürlich auch eigentlich definiert, wenn die Funktion nicht wirklich C1 ist, sondern einfach nur differenzierbar. Aber wir nehmen der Einfachheit halber mal C1. Und zwar von 0, b. Und jetzt gucken wir uns an, was so passieren kann, wenn wir hier mit ableiten. Was auf jeden Fall klar ist, ist, d ist linear. Das lernen wir in der linearen Algebra. Aber wenn wir C1 nehmen, den mit der Supremumsnorm ausstatten, da wissen wir ja, es ist kein Banachraum. Ne? Dann ist das Ding auch wirklich unstetig, wenn ich von C1 nach C1 abbilde. Grund. Was heißt Unstetigkeit in diesem Fall? Wenn ich eine Folge, also wir nehmen die Folgenstetigkeit, wenn ich eine Folge habe, die bezüglich der Supremumsnorm gegen 0 konvergiert, dann konvergiert die Ableitungsfolge in der Supremumnorm nicht zwangsweise gegen 0. Das müsste sie ja tun für die Stetigkeit dieses Operators. Und jetzt gehen wir ein ganz einfaches Gegenbeispiel an. Wir nehmen als Funktionenfolge einfach fn von t, das ist 1 durch n mal Sinus von nt. Das ist selbstverständlicherweise stetig, das ist eine Verkettung stetiger Funktionen, nt ist eine lineare Funktion. 1 durch n ist irgendein Vorfaktor, Sinus ist stetig, das passt. Insbesondere ist das Ding sogar stetig diffbar, weil die Ableitung, die ist ja einfach irgendein Kosinus. Was folgt also? Wenn ich die Supremumsnorm ausrechne, ist das das Supremum über alle t aus dem Intervall von 0, b, da leben ja meine Funktionen f, über 1 durch n mal Sinus von n, t, beziehungsweise Sinus von nt, nicht Komma. Das 1 durch n schifte ich raus. Das ist unabhängig vom t. Und der Sinus ist maximal 1. Das heißt, was kommt raus? 1 durch n. Und 1 durch n konvergiert gegen 0, wenn das n gegen unendlich geht. Wenn jetzt d stetig wäre, dann müsste ja die Ableitungsfolge in der Supremumsnorm auch gegen 0 konvergieren. Jetzt leiten wir das Ding mal ab. Was passiert? Grob gesprochen, aus dem Sinus wird ein Cosinus, es kommt ein n nach vorne, hebt das 1 durch n aus. So, passiert also das hier, 1 durch n mal n mal Cosinus von nt. Und jetzt nehmen wir daraus mal das Supremum. Zack, das ist nur noch das Supremum t aus 0, b, da fehlt jetzt einfach das t aus, über den Cosinus. Und das ist natürlich 1. Nur weil größer kann der Cosinus nicht werden, aber das geht nicht mehr gegen 0. Und das heißt, wir haben Unstetigkeit. Ausweg, wir nehmen nicht C1 von 0b als Zielraum, sondern wir nehmen nur die stetigen Funktionen als Zielraum mit der Supremumsnorm. Das ist nämlich ein Banachraum. Und wir nehmen als Urbildraum nicht C1 mit der Subnorm, sondern wir nehmen C1 mit der C1-Norm. Da haben wir nämlich auch gezeigt, das ist ein Banachraum. Das heißt, für diesen in Anführungsstrichen trivialen Differentialoperator können wir uns den Ausweg so basteln, dass wir gerade die Normen so abändern, dass wir zwei Banachräume da stehen haben. Dann geht wieder alles gut. Jetzt ist das Problem, das ist ein sehr, sehr einfacher Differentialoperator. Insbesondere ist das sogar ein gewöhnlicher Differentialoperator, weil wir haben ja eine normale Ableitung drin. Wir haben keine partielle Ableitung oder sowas. Wenn wir jetzt natürlich einen allgemeinen Differentialoperator irgendeiner Güte zulassen wollen, dann wird es sehr, sehr, sehr fummelig, solche Normen zu finden. Beziehungsweise es ist zum Teil auch gar nicht möglich. Man muss nämlich einfach nur sozusagen einen nicht normierbaren Raum nehmen.
Man nimmt irgendwie einen Raum von C unendlich Funktionen, da gibt es keine Norm drauf. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, solche Differentialoperatoren zu untersuchen. Was macht man also, um dieses Problem der Unstetigkeit zu umgehen? Naja, eine Möglichkeit wäre halt naheliegend, man nimmt sich statt der Differentiation das umgekehrte Problem der Integralgleichung. Weil die Integralgleichung führt dann ja wieder auf einen hoffentlich linearen Integraloperator und da haben wir gesehen, da passiert mit dem Banachräumen nichts. Das funktioniert also gut. Zweite Möglichkeit, man realisiert das Ding als unbeschränkten linearen Operator. Das ist fummelig. Beziehungsweise das ist nicht fummelig, aber das ist ein anderer Bereich der Theorie. Das heißt, wir nehmen uns einen Definitionsbereich eines Operators T und dieser Definitionsbereich, der kann irgendwas sein. Und das ganze Ding ist aber hinterher ein unbeschränkter linearer Operator. Jetzt ist die Frage, kann ein unbeschränkter linearer Operator stetig sein? Wird schwierig, ne? Und das ist halt eine Möglichkeit, da muss man dann tiefer liegende Analyseresultate oder Analysemethoden verwenden. Und die dritte Möglichkeit, beziehungsweise diese zweite Möglichkeit, das führt auf die sogenannte Spektraltheorie. Da werden wir noch ein bisschen was zu machen in 4 Kapiteln, glaube ich, 5 Kapiteln. Aber das ist nicht Hauptzweck dieses Kurses. Also es geht gerade nur mal um so einen kleinen Überblick. Die dritte Möglichkeit, die wir noch haben, ist folgende. Wir nehmen uns T, realisieren das als stetigen linearen Operator, aber wir opfern dafür die Norm. Das heißt, wir nehmen uns einen nicht normierbaren Raum, zum Beispiel eben so einen Raum von C unendlich Funktionen. Das führt dann in die Theorie lokalkonvexer Räume, Fréchet-Räume und ist halt auch mächtig, aber ist ungleich komplizierter und auch ungleich vom Aufwand her mehr. Also da findet sich sehr, sehr viel in dem Aufbaukurs von Caballo zu. Das sind also so im Wesentlichen die drei Möglichkeiten, die man erstmal hat. Und da kommt man schon in der Praxis, in Anführungsstrichen, weil Praxis ist immer so ein hochtrabendes Wort für eine Funktionalanalyse. Man kommt, wenn man so ein Problem wirklich mal durchdenkt, relativ gut mit solchen Ansätzen aus, weil man hat halt eine sehr ausgereifte Theorie dahinter. Allgemeines Rezept für irgendeinen Differentialoperator, den gibt es natürlich nicht. Oder das gibt es natürlich nicht. Wenn man das hätte, wäre man sehr glücklich, weil dann kann man für jeden Differentialoperator, den man hat, einfach hinschreiben, was man quasi damit machen möchte. Aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr schwieriges Problem. Es ist aber häufig ein sehr wichtiges Problem und allein schon dadurch interessant, weil wichtige Probleme, die gleichzeitig schwierig sind, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, ne? Also da hängt man sich dann schon mal drauf und dran auf. Gut, also das nur so als kleinen Einblick, wie man mit solchen Differentialoperatoren umgehen kann. Da gibt es ganze Bücher drüber. Insbesondere halt, wie gesagt, diesen Aufbaukurs Funktionalanalyse und Operatortheorie. Sehr interessantes Buch, auch gut lesbar, finde ich. Da kann man dann einfach mal reingucken, wie man mit solchen Fällen generell umgeht. Gut. Ja, das wäre es für dieses dritte Video. Es war gut, dass wir nochmal gecuttet haben, sehe ich gerade. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Teil 3, eben mit Prinzipien der Funktionalanalyse. Und dann wird es spannend, weil dann werden wir sehr, sehr viele Sätze bekommen, die einfach sehr mächtig sind und die irgendwie auch überhaupt nicht mehr offensichtlich sind. Also dann wird es wirklich nochmal spannend. Wenn es nicht sowieso schon überhaupt spannend ist. Also ich glaube, wer es bis hierhin alles gesehen hat, der hat auch ein gewisses Grundinteresse. Und da kann ich sowieso machen, was ich möchte. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass es mein Videokurs ist. Ich bin nicht an irgendeinem Buch, an irgendeine Vorlesung oder an irgendwas anderes gebunden, sondern ich kann einfach das machen, worauf ich gerade Bock habe. Gut, das waren heute eben lineare Integral- und Differentialoperatoren. Diesmal hat es mit dem Aufnehmen auch soweit alles geklappt. Ich hoffe, es ruckelt ein bisschen weniger. Ich habe die FPS-Zahl mal auf 60 hochgeschraubt. Das hat scheinbar funktioniert. Und damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude und ein klein wenig Erkenntnis, sage ich mal, dabei. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, wie immer unten in die Kommentare oder eine E-Mail an mich schreiben oder Kontaktformular nutzen oder irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ihr Fehler findet, weil ich bin nicht perfekt. Ich mache hier nur mein Bestes, um das einigermaßen rüberzubringen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.